Wir sind zurück bei Let's Drive Drive Club. The Road Must Finally Go On. Nein, natürlich nicht, sondern nur bei The Road Must Go On. Ach ja, nach der gestrigen Folge, die ein bisschen holprig war und nur leider 2 Sterne abgesondert haben. Ich weiß jetzt auch nicht, was das ist. Guck mal, da unten steht nämlich R2 drücken für den Schwierigkeitsdurchschalten. Guck mal, da kannst du hier hin und her schalten und anscheinend sind graue Sterne oder silberne Sterne, keine Ahnung, wie man das nennen kann, nennen wir sie graue. Für die Casual-Gamer, oder besser gesagt, das Spiel ist casual, also ist es einfach nur leicht und die goldenen Sterne sind weiterhin für uns gedacht, für die ganz normalen Spieler. Und so wie es ausschaut, kann man das ganze Ding jetzt auch auf leicht machen. Und ich bin aber mal gespannt, wir können mal bei den Trophäen kurz reingucken. Da können wir nämlich mal schnell nachluxen. So, da ist es. Ja, Erfolge und Trophäen ohne Ende. Oh, guck mal, wir hätten Allstars zuerst machen müssen. Naja, egal. So, Gewinne... im Goldstern-Schwierigkeitsgrad. Aha! Also heißt es jetzt Goldstern-Schwierigkeitsgrad und die Trophäen kann man nur holen, wenn man sie auf Normal-Schwierigkeitsgrad macht. Die Level kannst du alle freischalten und das Spiel kannst du spielen, wie du willst, aber die Trophäen gibt es also nur, wenn wir auf Normal spielen. Für den Schwierigkeitsgrad, den die Programmierer sich das ausgedacht haben. So, und ich sehe schon, das wird ein richtig geiles Ding, was wir da gleich am Fahren sind, denn wenn ich den Schock absorber, bin ich echt gespannt. So, was müssen wir machen? Driften! Na toll. Naja, 11.000 Punkte werden wir niemals erreichen. Ich nehme ihn mit 5.900. Bin ich mir so ein bisschen zufrieden. Oh, und ich habe ja gestern gesagt, ich wollte ja eigentlich eine komplett neue Sache machen. Nämlich mir ein neues Design ausdenken. Aber ich würde gerne im Club fahren, dass ich weiter einen Club-Bonus kriege. Ah, das ist nicht hier das Club-Symbol, ne? Ah, hier, schön mit Flügeltüren. Das ist nicht die Club-Farbe, das ist privat. Das kann man ja auch machen. Du kannst entweder in den offiziellen Club-Farben, die du... ausgewählt hast, fahren, oder du kannst dann deinen eigenen machen, aber die Club-Sticker an der Seite drauf haben und den Sticker habe ich einmal noch drauf, ne? Gut, 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 gut. So, jetzt zeig mir mal hier erstmal hier ein kleines Schlückchen Wasser. Der gute SLS-Mann, yeah! In der Elektro-Variante. Ich liebe es! So, mal gucken. Das war eine Handbremse. Ah, krass, okay. Ja, tut mir leid, ich weiß... Man nimmt die Handbremse nicht, aber ich muss mich hier erstmal dran gewöhnen. Weil diese Karre ist sau schwer zu lenken. Okay, hat er noch? Hat er noch? Hat er noch, hat er. Sehr gut. Ja, das haben sie verändert, sonst ist man immer gleich richtig in den Hintern gekniffen worden. Jupp, und man muss extrem quer stehen. Und man bekommt es nicht mehr abgezogen. Interessant. So, gleich beim ersten Versuch schon mal gleich 4.700. Ja. Das Geile ist, wir haben auf jeden Fall schon mal Silber verdient. Scheiße. Ach so, guck mal, und die haben jetzt den Ruhm geändert. Jetzt kriegst du nicht mehr allein, jetzt kriegst du für das jeweilige Fahrzeug auch noch Ruhm. Aha. Aha. Also ist das gar nicht, denn sind wir gar nicht mit dem Mercedes-Club, so, also mit den Mercedes-Fahrern so weit hochgekommen, sondern wir sind wirklich nur... Boah. Hm, da müssen wir nochmal gucken. Oder muss ich offline nochmal gucken? Da sind wir ja wirklich nur mit dem Dinges hochgekommen. Mit dem jeweiligen Fahrzeug. Also sind wir jetzt nur mit dem schönen 65er AMG hochgekommen, aber nicht mit unserem Club, mit dem ganzen Fahrzeugzeug. So, und warum habe ich jetzt eigentlich immer noch Casual... Hab ich den falschen Schwierigkeitsgrad ausgewählt? Habe ich im falschen Spiel. Nein, die Folge hat ja gerade erst angefangen. Können wir ja mal gucken. Warte mal. Weiter. Da bin ich jetzt mal neugierig. Habe ich aus Versehen. Ja, ich habe aus Versehen. Wie peinlich. Upsa, upsa, upsa. Dann das Ganze nochmal. Ja, Nappel am Steuer. Was willst du machen, ne? Sohn. Ich kann's selber nicht angucken. Ganz ehrlich, ich kann es selber nicht angucken. Ich mach grundsätzlich den Monitor aus, weißt du, und versuch's irgendwie so, weil ich mir das selber nicht antun kann. Ach, guck an, aber, obwohl wir jetzt auf Dinges gestellt haben, auf Normalschwierigkeitsgrad, haben wir aber schon die 2 Sterne auf Silber. Was ist das denn für ein Quatsch? Ja, aber vielleicht wird uns ja jetzt der Dinges abgezogen, wenn wir irgendwo gegenhauen. Vielleicht ist es auf einem Leichtschwierigkeitsgrad so, kann ja sein. Ja, genau. 1.300 Punkte. Das geht doch mal ab hier. Hier nochmal ein bisschen quer stehen. Jo, das müsste reichen.
Ja, ach, guck an! Auf. Aha. Auf den Schwierigkeitsgrad haben wir. Oh, guck mal, Levelaufstieg. Wir haben immer noch doppelte Erfahrungspunkte. Was haben wir freigeschaltet? Oh, guck mal, 50 plus. Soll das eine Anspielung sein oder was hier, Alter? Ich bin doch keine 50. Noch lange nicht. Da müssen noch 20 Jahre hin, Alter. Aber die gehen schnell rum, wenn ich daran denke, wie schnell die 30 Jahre rumgegangen sind. Naja, so. Okay, wir haben auf jeden Fall nicht 5900, sondern 6600. Interessant. Ist natürlich jetzt, tut mir echt leid, dass man nur die Drum and Bass hört, aber naja, Drum and Bass ist auch nicht schlecht. Ah, dann müssen wir uns hier mal ein bisschen anstrengen. Vor allen Dingen muss ich mit dem Driften aufpassen, dass ich hier nicht zu viel Geschwindigkeit weghaue. Den Tempopunkte-Zeug noch mitnehmen. Ah, nur 800 Punkte, das war scheiße, aber richtig. Und schon 300 Punkte minus. Viel zu langsam. Oh, Mist. Ah, das war noch nichts. Muss mich langsam erstmal reintesten in den ganzen Mucks hier, Alter. Aber wir kriegen Erfahrungspunkte. Das ist nämlich das Schöne, das müsst ihr immer machen. Das haben die schon, boah, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Add-on haben die das reingepatcht, dass man einfach das Rennen beendet, aber nicht auf Weiterklick, sondern auf Neustart und du kriegst alle Erfahrungspunkte gut geschrieben und kannst dadurch immer und immer wieder das Gleiche machen. Das Einzige, was, glaube ich, nicht kommt, ist, wenn du so welche Challenges machst oder so. Die werden nicht, können nicht immer wieder neu gemacht werden, weil du sie ja beendet hast und die werden ja mit dem Server synchronisiert oder sowas. Und darum geht das einfach. So, jetzt sind wir nochmal 300 Punkte höher. Ich hoffe mal, dass es jetzt einigermaßen besser klappt. Ah, wieder nicht. Ganz knapp. Ja. Na gut, da fehlt ein Tausender. Das ist mehr als knapp, Alter. Ich, ganz ehrlich, ich muss ja sagen, so welche Autos sind überhaupt bei dem langen Radstand, wenn man das mal sehen kann, ist es ja so, dass man halt nicht damit driften kann. Gerade ein E-Auto, wenn ich mir die Formel E so angucke, ja, das sind keine Ausreden hier. Ja, sehr gut. So, jetzt ein bisschen mit mehr Power da dadurch. Ja. Muss ja erstmal wieder reinkommen hier, ne? Ah, nur 900. Muss irgendwo 1000 Punkte herkriegen, Alter. Wo soll ich die herkriegen? Ja, das war auch nix. Mir fehlen 1000 Punkte. Wo soll ich 1000 Punkte herkriegen? Ho! Habt ihr gesehen? Wir haben uns um 1 Kilometer verbessert. Daumen hoch, Alter, wenn euch das auch gefällt, Alter. Scheiße. Na, da haben wir noch mal 78 Kilometer vor uns. Ach du Kacke, Alter. Naja, müssen wir Mercedes runterreißen, bis wir alles runterreißen. Ich will das Spiel auch gar nicht so lange spielen. Also ich muss auf jeden Fall weitaus schneller an der Stelle fahren. Wie habe ich denn das vorhin gemacht, 6100 Punkte herunterzureißen? Ist auf jeden Fall was Schwieriges. Ist auf jeden Fall schwierig. Das ist auch wieder gleichzeitig wieder was Schönes. Wenn es schwierig ist, dann mag ich's. Und da haben wir 1800 Punkte runtergerissen. Hey. Okay. Damit kann ich arbeiten. Aber ich glaube, ich habe die 6000... Ne, die 6100... Oh. Was habe ich denn da freigeschaltet? Eine neue... Flake-Lackierung. Oh, vielleicht sollten wir uns mal in der nächsten Folge... Vielleicht sollte ich mal in der nächsten Folge gar kein Rennen fahren. Vielleicht mal so eine Art Special oder so machen. Bei den ganzen Lackierungen. Wenn wir uns mal eine neue Farbe oder so aussuchen. Da gibt es ja jetzt anscheinend einiges an Lackierungen. Könnte es echt sein, dass Evolution Studios sich endlich mal einen Kopf darum gemacht hat, was die Fans wollen? Was die Community will? So. Ah. Solange wir mit über 100 anscheinend fahren, kommen wir automatisch in den Zähler, das ist gut. Quer. Ja, zieh durch. Ach, schade. Nein! Ich habe keine... Verzeiht, da muss ich mal kurz husten. Oh, das ist halt schon wieder trocken, Alter. Ich frage mich, ob ich das jetzt, diese Lackierung für den Mercedes freigeschaltet habe, den ich jetzt gerade fahre, für den SLS-E, oder ob ich den... ob ich den jetzt wirklich nur für alle freigeschaltet habe. Wäre schön, wenn ich so für alle freigeschaltet habe. Ah, ich habe schon mal 1300 an der Stelle geschafft.
Okay. Ist schon mal sehr viel. Sehr viel mehr als das, was ich vorher hatte. Wir kommen ran. Wir kommen. Ja, es hat gereicht, Alter. Haha. Was ein Quatsch, Alter. Wieder mit mehr Glück als Verstand. Die haben Veranstaltungen auf 10 erhöht. Sag mal, ja, die sind aber positiv. Also, die sind aber optimistisch. Ganz ehrlich, die sind aber echt optimistisch eingestellt, wie lange man ihr Spiel spielt. Alter, das ist ja alles verdoppelt. Nicht schlecht. Na, da haben wir ja noch über 5 Minuten. Oder fast, sagen wir mal lieber über 4. Sicher, sicher, ne? Ja, dann schauen wir doch mal schnell zurück hier. Wo mache ich denn das? Garage. Sind wir den hier gerade gefahren? Ja, den sind wir gerade gefahren. So, Club. Kann ich denn jetzt endlich meine Auszeichnung, die ich schon überall verdient habe, endlich mal dran klatschen? Nein, immer noch nicht. Warum? Ich habe das alles schon freigeschaltet. Sag mir nicht, ich muss für jedes Auto... Ich muss für jede Autoklasse, also besser für jeden Hersteller, muss ich das freischalten. Das gibt's doch nicht, Alter. Äh. 50 plus 55, 60. Das sieht ja aus, als hätte da ein Clown hinminstruiert, Alter. Nichts. Retro. Was hatte ich hier? Retro? Nee, Retro hatte ich nicht. Aber was hatte ich denn für ein Retro-Ding, Alter? Nee, Straße, Straße. Ja, Straße. Ich hatte irgendwas mit Flügeln, das weiß ich, aber das war da dann nicht Straße. Grafisch. Flügel. Wo sind meine Hawk-Flügel? Schauen wir mal durch hier. So, was ist das hier? Achso, Clubfarben. So, mal gucken. Bis wohin ist das höchste? Ach, Club 50. Okay, das haben sie noch beibehalten. Das ist gut. Gehen wir mal. Fangen wir von vorne an. Rebell. Hier muss ja irgendwo Flügel sein. Kann nicht sein. Genau, die Spinne sah auch geil aus. War das die? Oder war das die? Die Spinze sahen auch gut aus, aber ich glaube, das waren hier die Flügel. Die hatte ich. Die hier, nee, die hatte ich nicht. Die hatte ich. Obwohl, die sehen auch nicht schlecht aus. Nein, aber wir hatten die hier. So. Basisfarbe war... Oh Gott. Basisfarbe war, glaube ich, rot, ne? Richtig schönes Rot. Das ist ein gutes Rot. Das kannst du mal so schwer... weil das überhaupt nicht das ist, was es ist. So, was ist denn... Aha. Die Flügel waren blau. Ja, die Flügel waren blau. Wo war denn gelb? Ich glaube, das, die waren gelb, ne? Nee, nee, unser Hintern war gelb. Hintern war gelb. Dann ist das hier. Nee, orange, orange, genau. Wir hatten orange, aber das sieht ja immer... Irgendwie sieht das komisch aus. Ich habe gerade irgendwie gerade habe ich gerade, ne, ich habe da irgendwie gerade. Na komm, dann machen wir schnell, dann machen wir hier noch orange raus, dann machen wir das so. Ich glaube nämlich, ich hatte orange an der Stelle. So. Ja. Zeit läuft. Unter Stress machen ist ja auch geil. So. Blau wollen wir nicht. Dann nehmen wir... Rot. Also das gleiche Rot. Ja. Und hier nehmen wir dann nochmal Orange. Ich glaube, das war's, ne? Naja. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Ja, speichern bitte. Ja, und dann würde ich mal sagen, da sind wir doch fertig für heute, oder? Tja, in diesem Sinne, macht noch was Anständiges und was Sinnvolles. Wir sehen uns morgen wieder in dem nächsten Völkchen. Ciao!